Wir sind jetzt weitergefahren von diesem sehr schönen Stellplatz oder Campingplatz. Ich glaube, wir waren Campingplatz an der Socha. Wir wollen jetzt Richtung, ich habe den Namen verdrängt, Mostna Sochi. Und jetzt stehen wir hier am Autoverladebahnhof, weil der uns gesagt hat, auf dem Stellplatz, Campingplatz, dass die Strecke echt hart sein soll. Serpentineberg rauf, also man fährt quasi irgendwo da so durch die Berge. Und es gibt aber einen Autozug. So. Und den versuchen wir jetzt gerade, oder Christine, zu klären, wie man hier jetzt wegkommt und wo es dann hingeht. Ist natürlich alles schön auf, kommt sie? Alles auf Slowenisch. Gucken, was sie sagt. Bin mal gespannt. Weil wir wissen jetzt auch nicht, stehen wir jetzt mit der Karre hier richtig? In die Richtung oder in die Richtung? Das kriegen wir raus. Ist da keiner? Ja, okay. Da sitzt doch einer, oder wer ist das? Einer, der auf dem Zug wartet. Ja, toll. Take the car train. Was steht denn hier? Ach, guck mal hier, Deutsch. Ja. Mal auf Pause drücken. Dann habt ihr die Daten, die Werte, wie auch immer. Also, wir fahren gar nicht nach Mostna Sochi, sondern nach Buinskaya Bystrica. Genau, nach Buini. So, das heißt, das wäre die 856. Genau. 12.50 Uhr, braucht 10 Minuten, dann ist er durch den Berg. Offensichtlich 13 Uhr. Jo. Die Tickets kriegst du beim Zugbegleiter. So steht es hier geschrieben. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Und jetzt? Entspann dich. Boah, das war schon wieder ein Höllenritt. Ne? Ja, das ist jetzt natürlich keine Autobahn, die wir gefahren sind. Ne? Und da ist auch eng und dann kommen auch schon mal ein paar entgegen. Heute hatten wir ein bisschen Pech. Wir sind, glaube ich, 2 oder 3 Mal stecken geblieben, mussten ein bisschen gucken, aber. Wieso Pech gehabt? Normalerweise kommen wir durch solche Straßen immer gut durch. Wir sind doch gut durch. Also mit deiner Fahrweise sind wir super gut durchgefahren. Ohne stecken zu bleiben. Also, dass da einer entgegen hüpft da. Ja, also. Aber auch geile Motorräder unterwegs, muss man schon sagen. Ja, so ist das. Wir schauen mal. Wenn wir da auf dem Zug sind, melden wir uns nochmal. Habe ich übrigens auch noch nicht gemacht. Also nicht mit dem Wohnmobil, mit dem Auto schon. So, dann bleibe ich hier stehen, oder? Ja, sonst kommst du da gleich nicht mehr raus. Das ist schon knapp. Ja. Also den Spiegel, den hat sich gerade weggeballert. Also weggeklappt. Ja, ja. Und dann kam meiner direkt hinterher, weil die so komische Pöller da dran haben. Da siehst du diese Vögel da? Naja, wir sind jetzt auf jeden Fall erstmal drauf. Ja, 14,70 Euro. Hat gekostet? Der ganze Spaß. Ja. Ja, und achtet nicht auf die Uhrzeit, so richtig pünktlich sind die nicht. Nein. So,
Der hat da jetzt auch nichts gesagt, Handbremse, irgendwas, egal, ne? Wir gucken mal. Ja. Platz hier und auf deine Seite, Schatz, zeigst du das kurz. Das ist so viel Platz. Das ist nicht viel. Spannend. Wir haben jetzt, was hast du gesagt? 70 Minuten haben wir gespart dadurch. Circa 70 Minuten und die Serpentinenfahrt durchs Gebirge erspart. Und haben jetzt noch circa eine gute halbe Stunde vor uns. Also das lohnt sich. Und du kannst aber auch direkt von Tolmin aus, da ist in Mostan Socha oder so, da beginnt der, da fährt der Zug los. Ich glaube, da kannst du auch ganz durchfahren bis hierhin.
watched the world from the place beneath the willow, the willow. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Zuchttour, die war ja schon ein kleines Highlight, oder? Wir waren ja jetzt von Boschteuna nach Tolmin gefahren. Ne? Nee, nach Isola erstmal. Ja, ihr seht schon, wir haben einige Tage nichts gesagt. Relaxed. Ja. Also für uns nichts gesagt. Wir haben einfach nur genossen. Und da müssen wir also ein bisschen was rausholen wieder. Genau, dann sind wir nach Isola gefahren. Ans Meer. Ans Meer. Genau. Und der Stellplatz? Das war Campingplatz? Ein Campingplatz. Camping Camp Belvedere. Das gehörte zu dem Hotel dazu. Campingplatz. Ja, etwa Platz. War ein schöner Platz. War ein schöner Platz. Schön. Ruhig. Also, ja. So, und von da aus sind wir dann mit dem Fahrrad nach Piran gefahren. Schöne Strecke. Geht da längs dann auch bergab, bergauf. Ne? Also man muss da so ein bisschen entweder E-Bikes oder Kondition haben. oder beides. Am besten beides. Kannst du schon gut fahren eigentlich. Ja. Also ist jetzt nichts Dramatisches. Piran selber, sehr schöne Stadt. Ja, auf jeden Fall. Sehr schöne Hafenstadt. Jo. Bisschen, also Trubel war da gar nicht so, ne? Fand ich jetzt nicht. Nö. Die Restaurants waren gut gefüllt, die ganzen Fressbuden da und so, ne? Ja. Aber können wir ja nicht anders hier. Gehen alle sehr gerne essen offensichtlich. Ne, Piran sehr schön. Also der Strand. Nicht so schön, weil ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Im Moment haben die da so eine Meeresblüte, halt diese Algen, die da überall an die Strände, in die Hafenreihen schwabbern. Da kann der Ort ja nichts für. Ne? Piran nichts für. Nee. Boah, ich schwitze, das ist warm, ne? Also, ja, ich habe gerade geguckt, wir haben jetzt gerade 30 Grad. Ja, und es hier oben geht kein Lüftchen. Wir sitzen jetzt gerade so ein bisschen oberhalb vom Fluss auf so einem Bänkchen. Schön. Vom, gegenüber von dem Campingplatz, wo wir sind. Nein, und dann. Und dann sind wir weitergefahren nach Tolmin, zur Tolmin-Schlucht. Genau, auch so eine Klamm. Genau, auch eine Klamm. Da standen wir, das war ein Campingplatz, Camp, wie nennt sich die? La Berca. Schreib das mal unten rein. Das ist ein ganz, ganz neuer Campingplatz, ohne Entsorgung. Wasser hätte sie kriegen können, aber ohne Entsorgung, sprich ohne Abwasser, Chemietoilette. Es ist ausgelegt auf Adventure, halt Rafting, Kajak, Paragliding, Mountainbiking. Tauchen, Diving. Ja, okay. Direkt an der Tolminska, nee, war das nicht die Tolminska? Kann aus Sotscha gewesen. Ich komme da jetzt hier immer durcheinander. Also zum Baden nicht wirklich geeignet. Man konnte ins Wasser rein, allerdings ist man da gleich zum Eiszapfen geworden. Man erfriert direkt.
aber war schön. So, auch sehr schön. Super schöner Platz, super netter Betreiber, kann ich nur empfehlen. Also, ja. Das war jetzt da, wo wir gestern waren, ne? Wo wir gestern herkamen, genau. Genau. Lagerfeuer. Alles nice. Ja. Da haben wir gestern dann auch Deutschland geguckt. Ja. Wir haben einen Grillteller gegessen und noch ein Bierchen gezischt. War alles sehr cool, harmonisch. Gut, wir haben auch gewonnen. Ja, und dann sind wir heute weitergefahren. Haben wir uns verabschiedet von unseren Mitreisenden. Wir haben unterwegs ein sehr, sehr nettes Pärchen kennengelernt und sind da 2-3 Stationen jetzt zusammengefahren. Genau. Hat super viel Spaß gemacht. An dieser Stelle Annette und Dietmar, schöne Grüße nochmal. Karl, wie heißt es? Karl. Ich möchte gar nicht mehr drüber reden. War spaßig. Hat Spaß gemacht. Ja, waren schon coole Jungs und Mädels. Ja, und dann sind wir ja quasi jetzt nach hierhin gefahren. Jo. Zur Tina. Tina Raft. Tina Raft. Camp. Camp Tina Raft. Das ist auch so ein. Ja, eigentlich. Adventure. Zipline. Eine Zipline gibt es hier. Kanu, Kajak, Rafting. Biken weiß ich jetzt nicht, habe ich noch nicht gesehen, aber vermutlich auch. Ein sehr, sehr schöner Campingplatz auch mit Toiletten und, aber ich glaube, Ver- und Entsorgen ist hier auch, Versorgung, ja, Wasser kannst du dir aus der Toilette da, ja, an der Toilette, glaube ich, holen und ich glaube, Chemietoilette kannst du hier unten auf der Ecke, glaube ich, entleeren, wenn ich das richtig gesehen habe. Müssen wir nochmal gucken. Ja, aber direkt am Fluss, direkt an der Sava. Safe? Sava, Save. Man hört sie vielleicht im Hintergrund. Wir sind ja gerade über die Brücke gegangen. Also ist schon ein Träumchen hier. Ja. Natur pur. Ja. Muss man schon sagen. Auf jeden. Auch total nett. Hier kriegst du auch eine Pizza. Hier kriegst du auch dein Bierchen, Eis. Ja. Hier kriegst du Baguette bzw. Croissants und sowas alles. Strom hast du, wenn du brauchst. Jo. Jetzt glaube ich nicht überall. Ja, oder brauchst eine lange Leitung. Eine etwas längere Leitung, ja. Aber schön mit Bäumen und so. Also wir sind ja jetzt im Juni hier und ich muss sagen, wir haben noch bei keinem Platz ein Problem gehabt, ne? Dass es da jetzt sehr, sehr voll war oder überfüllt. Ja. Also das ist eine sehr schöne Reisezeit. Man braucht sich da keine Panik machen. Nein. Vorbuchen oder so brauchst du auch nicht. Ja, wir chillen jetzt noch ein bisschen. Wir wollen gleich mal gucken, ob wir hier tatsächlich morgen eine Rafting-Tour machen können. Jo, mal schauen, ob das funktioniert. Oder ob sie sagt, nee, sind zu wenig Leute. Schon Spaß oder? Dran. Ihr habt ja auch schon was verpasst gestern. Gestern wollte Schnuckelchen Paragliding machen. Hätte ich dann gemacht mit der Annette zusammen. Jeweils einen Tandemsprung. Aber das ging leider nicht, weil da zur Zeit Championships waren und der Luftraum dafür privat, also für solche Aktionen gesperrt war. Ja, bis Samstag, ne? Bis Samstag. Wir hätten ab Sonntag hätten wir wieder buchen können. Wir haben heute aber Donnerstag und von daher ein bisschen lang. Jo, also wir werden jetzt hier auf jeden Fall erstmal noch 2 Nächte rumchillen. Jo. Und den ganzen kleinen Rabatsch hier mal ein bisschen genießen. So, und danach gibt es erstmal noch keinen Plan. Aber dann überlegen wir uns dann, ne? Ja. Ja. Aber das ist jetzt mal unsere Aussicht hier. Wir sitzen hier so locker an diesem Tischchen. Da ist die Brücke. Da geht die Brücke drüber. Ja, da sieht man, Schatz. Ich hab's so voll im Visier. Da ist der Platz. Der zieht sich, ist so längst, ne? Da sind vorne rein direkt am Fluss und dann ist noch eine Reihe dahinter. Du hast aber auch, wir müssen ja ehrlich sein zu unseren Begleitern hier, direkt dahinter ist so ein ja, ist irgend so ein Werk. Ja, die machen Holzschnitzel. Glaube ich. Ja, machen sie, weiß ich, habe ich ja gesehen und gerochen. Also das riecht hier nach, wie heißt das? Pinienrinde. Irgendwie sowas. Und da hast du dann auch schon mal ein bisschen LKW-Verkehr.
Am Wochenende soll er wohl nichts sein, aber im Moment ist er noch. Man hört sie auch. Ja. Und stellt jetzt nicht. Hier ist auch irgendwo ein Flughafen. Ich habe gerade ein Flugzeug gehört. Aber das macht das Rauschen vom Fluss hier alles wieder weg. Nee, also. Wir können das ganz gut ausblenden. Wer da jetzt sehr empfindlich ist oder so. Ja, aber, da ist das schlecht. Aber es ist halt, es ist hier noch ein bisschen Gewerk unterwegs. Ja. Jo. So, jetzt gehen wir mal nach unten. Haben wir jetzt die ganzen Tage aufgeholt, die wir verballert haben? Ja, ich hoffe. Wenn noch was fehlt, sagt er Bescheid, ne? Hier sieht das aus, als ob Wasser, Chris. Please clean up after your dog. Mix the paper. Hier drunter. Da ist auf jeden Fall ein großes Loch. Jo, also, ihr könnt es entsorgen. Alles gut. Nur kein Wasser. Also kein Grauwasser. Ja. Und der Haushund ist auch hier. So, wir machen uns jetzt bereit. Genau. Für unsere allererste Rafting-Tour. An der Safe. Bin mal gespannt, soll 2 Stunden gehen. Keine Ahnung, was passiert. Mit Transfer? Ja, mit Transfer. Wir werden irgendwie Richtung Bled gefahren und steigen hier unten praktisch wieder aus. Ja. Also, wenn wir den Wasserfall und die Stromschnellen und die fetten Felsen überleben. Ja. Also, ich nehme die Kamera mit, wenn das irgendwie funktioniert. Ich versuche das mit der Uhr aufzuzeichnen. Gucken, ob das alles funktioniert. Oder ob wir uns ja gleich so anstrengen müssen, dass ich platt bin wie eine Hole. Oder ob das eine Pillepalle war. Schauen mal. Genau, oder ob das eine Pillepalle war. Also eine Paddeltour mit einem Floß. Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Bis gleich. Ja, so geht das doch.
dropped out and my 70 heart still got it. One serious one. And one with the hands in the air. Good job. You can also switch sides if you'd like to. Left, right, right, left. Okay. On the helmets. 1, 2, 3. We will put the bolt on the blue bolt. The trailer? From the side, okay? Okay. From the side, yes. A little bit more. A little bit more. Four more, more. Okay, watch slowly. Perfect. Here. Okay, so about the equipment. You can put helmet into the white box. Life jacket.